Herr Racke, vielen Dank für die Impulse, die uns heute gegeben haben zur digitalen Transformation von Berner. Wir begleiten das ja jetzt auch schon seit fast anderthalb Jahren mit Ihnen, haben da auch schon viele Einblicke bekommen. Wollen Sie vielleicht in Ihren Worten nochmal zusammenfassen, was so die Herausforderungen von Berner waren, den Weg der Digitalisierung hier einzuschlagen? Ja, Sie sagen 1,5 Jahre. Ich bin jetzt auch so ziemlich genau 1,5 Jahre bei der Berner Gruppe dabei und das war eins meiner ersten Projekte, mit denen ich in die Wege geleitet habe. Und eine große Herausforderung ist bei uns natürlich auch das Thema Organisationsstrukturen, also unsere interne E-Commerce-Organisation auch auf E-Commerce auszurichten, auf ein Modell auszurichten, das so in unseren Prozessen und in unserer Organisation eigentlich noch nicht wirklich verankert ist. Also da gehört sich dazu, dass man auch berücksichtigt, was sind die lokalen Anforderungen in den Ländern draußen. Wir haben ja 24, 25 Landesgesellschaften und jede Landesgesellschaft hat hier ihre individuellen Spezialitäten, die man natürlich berücksichtigen muss. Und ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich ganz gut geschafft, mit den Landesgesellschaften eine gewisse Gesprächsbasis, eine gewisse Gesprächsebene zu finden, holen die dort ab, wo sie auch abgeholt werden möchten, nehmen ihre Anforderungen ernst und bauen dann daraus eine E-Commerce-Strategie für die ganze Gruppe. Und die Berner Gruppe besteht ja aus verschiedenen Business Units, Berner, Caramba, BTI und auch das ist natürlich wieder individuell. Das heißt, wir haben zum einen mal die internationale Dimension, wir haben die Business-Unit-spezifischen Ausprägungen und das Ganze dann zusammenzubekommen und daraus was Sinnvolles zu bauen, was für alle einen Mehrwert bringt, das ist schon nicht ganz einfach gewesen. Da haben wir jetzt auch verschiedene Austauschplattformen und Kommunikationsregelwerke geschaffen, wo wir uns da regelmäßig austauschen. Wir arbeiten ja agil mit Scrum auch mit unseren Landesgesellschaften agil zusammen. Und auch der Einzug der eher agilen Projektarbeitsweise, der geht jetzt relativ zügig auch bei uns voran, vor allem auch in der Holding. Wir steuern das Ganze, wir treiben das Ganze ein bisschen voran. Und das heißt natürlich auch Umdenken. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, mit ein bisschen Motivation, die wir natürlich auch ausstrahlen wollen und da in die Landesgesellschaften bringen wollen, macht es denen auch mittlerweile richtig Spaß. Und die haben jetzt auch, die schätzen jetzt auch dieses agile Vorgehen, wo wir sagen, wir versuchen wirklich relativ kurzfristig in kurzen Zyklen was Vorzeigbares umzusetzen, das noch nicht hundertprozentig fertig ist, das in einem gewissen Prototypen ist. Und wenn es dann passt für ein Land, entwickeln wir das weiter und rollen das dann in die anderen Landesgesellschaften aus. Gibt es da irgendeinen Markt, mit dem Sie dann starten, wenn Sie jetzt innovative Service beispielsweise testen wollen? Machen Sie das erst irgendwie in Vorreitermärkten, in UK oder wie auch immer? Oder? Ja, da gibt's schon ein paar Märkte, die gerade prädestiniert sind. Wir machen da also im letzten Jahr haben wir so eine Projekt-Roadmap, so eine E-Commerce-digitale Projekt-Roadmap gestartet. Und dort haben wir jetzt einige Projekte in den Niederlanden gelauncht, die dort auch sehr gut ankommen. Da geht der Trend auch wirklich stark, das, was wir heute auch schon gehört haben, in Richtung B2C hin. Also auch Themen aus dem B2C, die immer mehr Einzug im B2B halten. Und für uns ist natürlich Frankreich auch ein interessanter Testmarkt. Ja. Sie sagen es ja schon, dieser Einzug von Standards, die man aus dem B2C her kennt, was wir oft dann auch irgendwie als Consumerization bezeichnen, also Usability-Anforderungen, die der Kunde aus seinem privaten Umfeld kennt, adaptiert er ein Stück weit auf seinen Geschäftsalltag. Das ist die eine Strömung, aber auf der anderen Seite sehen wir, und das haben wir in den Mitarbeiterinterviews, aber auch in den Kundeninterviews ganz deutlich gesehen, ist der Außendienst immer noch ein Dreh- und Angelpunkt. Absolut, ja. Beim Kunden. Was ist die Position, was ist die Funktion vom Außendienst in Zukunft bei Berner? Also da glaube ich, dass wirklich der Hebel noch nicht richtig umgelegt ist. Unsere Kunden, die sind schon noch sehr traditionell im Beschaffungsverhalten. Die schätzen auch diese 1:1-Beziehung zwischen Außendienstmitarbeiter und Kunden. Und wir versuchen halt das Ganze mit entsprechenden Services, Self-Services, da auch zu unterstützen. Wir versuchen vor allem, den Außendienstmitarbeiter in diesen Beschaffungsprozess möglichst intensiv mit einzubeziehen. Unser Ziel ist es, unsere Vision ist es, eine einheitliche Benutzeroberfläche zu schaffen mit Backend-Systemen dahinter, über die der Außendienstmitarbeiter, der Kunde, der Inside-Sales-Mitarbeiter dort zentral auf eine Datenbank zugreifen kann und alles im Blick hat. Da sind wir noch ein Stück weit weg. Wir sind IT-seitig sehr gut aufgestellt, aber die Omnikanal-Vernetzung haben wir noch nicht so ganz hinbekommen. Aber ich glaube, der Weg für uns im E-Commerce
zumindest jetzt mal absehbar, sagen wir mal für die nächsten 2-3 Jahre, da ist für uns der Außendienstmitarbeiter schon eine Schlüsselfunktion. Und dort wollen wir auch weiterhin auf diese 1-zu-1-Beziehung zwischen Außendienstmitarbeiter und Kunden setzen. Wenngleich wir das gesamte Modell, das traditionelle Modell, mit unserem Omnikanal-Ansatz sehr stark aufbrechen und mit verschiedenen Servicelösungen auch das Ganze dann ergänzen und gegenseitig dann bespielen. Zusätzlich ist es natürlich wichtig für uns auch, Neukunden zu erschließen. Da sind wir derzeit noch in den Anfängen, aber gerade im Hinblick auf Online-Reichweite, Online-Marketing-Möglichkeiten, also all das, was man eigentlich von B2C kennt, das ist im B2B noch wenig ausgeprägt, ist bei uns noch wenig ausgeprägt, aber da haben wir ein Riesenpotenzial. E-Procurement ist ein Riesenpotenzial und auch da ist natürlich der Weg zunächst mal über den Außendienstmitarbeiter oder über den Key-Accounter, der im Vorfeld mit dem Mitarbeiter spricht, der im Vorfeld mit dem Kunden spricht, der einen Vertrag abschließt und dass im Vorfeld eben auch die technischen Gegebenheiten möglichst intensiv geklärt sind und wir dann die technische Umsetzung möglichst reibungslos machen können. Da sind wir noch ein Stück weit weg, das möchten wir standardisieren, aber da haben wir einige Punkte jetzt auf unserer Roadmap mit drauf und ja, schauen da eigentlich ganz zuversichtlich in die Zukunft. Ja, viele Baustellen, die da auch noch sind. Wir sind ja gerade auch noch dabei, mit Ihnen zusammen relevante Themen für das Thema Self-Service-Portal, Mobile App, aber auch die generelle Customer Journey der Kunden genauer zu evaluieren. Sind da gerade noch in der Auswertung. Da sind wir natürlich beide, glaube ich, auch gespannt auf die Ergebnisse, was es dann da als nächstes zu tun gibt. Letzte Frage vielleicht noch. Perspektiven, das zweite Thema für das heutige ECC-Forum. Sie hatten es gerade schon angesprochen, Themen, die da noch kommen, E-Procurement und so weiter, die Sie weiter ausbauen wollen. Um das vielleicht noch in 1-2 Sätzen, was so die Vision, wo Berner jetzt noch hingeht. Also ganz klar Omnikanal. Das ist jetzt für Leute, die aus dem B2C-Umfeld kommen, nichts Neues. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen abgedroschen. Aber für uns, wo wir eben aus dieser traditionellen Welt kommen, ist es absolut ein riesen Umbruchprozess. Und auch gerade die einzelnen Systeme, die sich dahinter befinden, also hinter dem Frontend, die Backend-Systeme miteinander zu vernetzen, das ist unser Thema, das ist unsere Herausforderung für die Zukunft und das wird uns intern auch noch vor allem IT-seitig, IT-architektonisch beschäftigen und da gibt es noch einige Herausforderungen zu lösen. Also bleibt spannend. Vielen Dank für das Interview und viel Spaß noch auf dem Forum heute. Ja, vielen Dank. Danke.